Mach das aus! Wie denn? Ich komm hier an die Scheißbatterie ran! Ich weiß nicht! Aber mach das aus! Geh hier nicht auf den Keks, du Packnase! Danger, close motors. Ready when you are. So, Schnauze voll jetzt hier! Wow! Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder eine wunderschöne gute Nacht. Und ein ganz recht herzliches Willkommen zu Dead Island 2 mit zusammen der Bloody Valentine. Hallo! Und Bloody, wir haben ein Problem. Warum? Was ist los? Hast du mal in letzter Zeit mit Vergangenheits-Bloody und Vergangenheits-Opelix telefoniert? Ja, hab ich. Und ich bin echt pissig auf die, ne? Die wollten die scheiß Aufgabe hier nicht machen und jetzt haben die uns losgeschickt und ich finde das nicht in Ordnung. Ja, nee, vor allem, weißt du, die Vergangenheitsleute, ja, sagen einfach so, ach, guck mal, das ist eine Aufgabe, aber ich hab da keinen Bock drauf, ich mach die nicht. Aber weißt du was, ich lock mich da aus, dann haben die Zukunftsjungs da gar keine andere Chance, dann müssen die scheiß Aufgabe machen, auf die wir keinen Bock haben. Ja, genau, ich glaube, ich schick einfach mal eine fette Schelle in die Vergangenheit. Oh, das war der Falsche. Komm, let's go. Also, es ist, ich habe komische... Hallo, Jungs! Lass mich in Ruhe! Bumm! Schabob, 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 schabob! Oh, das neue Schwert macht Spaß. Kann ich noch nicht sagen. Ich habe den Bo-Stab noch nicht ausprobiert, den neuen. Ach, nimm mich wieder gegen die Scheiße im Boden! Ficken! Warte, Schwert! Geschlechtsverkehr! Man darf ja nicht fluchen oder Dings auf YouTube. Das ist mir so egal. Ich schneide alles Mögliche raus, aber das nicht! Wenn ich fluchen will, dann fluche ich. Und das lassen wir auch von YouTube nicht verbieten. Einfache Geschichte. Hallo, Tontechniker. Ich versuche mich aber in Zukunft etwas gewählter auszudrücken, okay? Ich nicht. Nein. Ich sage einfach dann Korpulation. Ja. Uriniere dich hinfort. Du sprotzt eine Dirne. Genau. Bei deinem Anblick könnte ich vomitieren. Nein. Mach das aus. Mach das aus! Wie denn? Ich komm hier an die Scheißbatterie ran! Ich weiß nicht! Aber mach das aus! Jetzt nicht! Toll! Ganz fantastisch! So! Stirb! Oder so! Bumm! Au! Cool! Und cool! Ich bin da reingesprungen. Die Lester-Schwester hat gelacht. Ich bin tot, Jan. Ach so, wo bist du? Wo bist ja, du, du bist, okay, vergiss es. Ist egal. Ja. Es geht schon wieder los. Oh Gott. Ich bin einfach in die Explosion von dem Auto gesprungen. Oh, Profis im Spiel hier, ne? Einmal bitte. Wisst ihr Bescheid? Hier war das einmal mit Profis und ansonsten nicht nur mit Idioten. Reicht auch schon. Ja, wäre schön. Aua! Zack! Gut, dann dürftest du nie mit mir spielen. Ja, du mit mir ja auch nicht. Wer ist gerade in die Explosion gesprungen? Wer hat den scheiß LKW nicht ausgekriegt? Ja, gut. Hui! Bam! Katsching! Zack! Na, mein Feuerchen! Plonk. Oh, mein Feuerchen! Ah! Hör doch auf jetzt hier! Was soll denn das? Nee! Lass mich in Ruhe! Ich stell mich einfach auf das Auto, weißt du was? Hier, komm, hopp, stell dich da jetzt hoch! Ist eine dumme Idee, wenn die Autos explodieren übrigens. Ja, ich komm gar nicht auf das Auto, ich bin scheinbar zu dumm. Was hast du jetzt behauptet? Ja. Und du hast sogar einen Videobeweis. Ja, 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 und ich werde das nicht rausschneiden. Oh, bitte, bitte, bitte. Durch die Scheibe durch. Ha! Ins Feuer! Ey, sag mal, hast du Gummiarme? Der Feuerwehrmann hier? Du warst ja bei 7 Days to Die, oder was? Ja, wahrscheinlich. Apropos, das ist ja auch jetzt, das hier ist aus der Alpha 20 raus, ne? Ja. Kann die was? Weil eigentlich hatten wir aber irgendwann mal gesagt, zu Alpha 20 spielen wir wieder. Nee, haben wir nicht gesagt, zu Alpha 41 spielen wir wieder? Oder was, die 21? Die 20 ist ja schon raus, aber die 21 kommt doch jetzt raus irgendwie. Ja, okay. Nee, es gibt so viele schöne Multiplayer-Spiele, auf die ich auch noch Bock habe, also... Ja. Hey! Dir ist übrigens auch bewusst, wenn... Oh, ich glaube, der geht in die Luft. Sag sie mir, wenn ich noch genau daneben stehe. Ja. Aber apropos Multiplayer-Spiele, sehr gute Multiplayer-Spiele. Ja. Du weißt, was wir noch zu Ende spielen müssen.
Nee, weiß ich nicht. Was denn? Ach so, hier. Das ferne Heulen. Ach, Scheibenkleister, du hast recht. Zack! Geh hier nicht auf den Keks, du Packnase! Okay, okay. Definitiv. Wir hatten vorhin von Schokolade. Ich gehe da mal kurz welche holen, ne? Ja, bring Eis mit. Ja, 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 ja. Zack! Und du auch, zack! Also, meine Herren, könntet ihr bitte an dieser Stelle für mich eine Gedenkminute opfern, dass ich in dieser Situation jetzt hier zusammen mit ihr spielen darf? Ja. Ja? Ja. Bitte, bitte, Männer in Beziehungen werden es verstehen. Ja, aber 100 pro. Ich habe mir aber tatsächlich mal sagen lassen, dass ich gar nicht so schlimm bin in dieser Zeit. Also man merkt das natürlich schon, so Hormone und bla, ne? Aber, ja, 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 aber so schlimm soll es wohl bei mir nicht sein. Na, natürlich merkt man das bei mir auch nicht. So, hier, Rabums, Rabums, Rabums! Ja, Rabums! Jawoll! Rabums! Rabimsel, Rabamsel, Rabums, Rabums! Dam, dam! Zack! So. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Tschüss! So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier, durch die Tür. Ah, gut. Auf geht's. Ja, nein, aber es ist ja tatsächlich wohl auch Hashtag Bildungsauftrag, ne? Ja. Es ist wohl auch so, dass auch Männer so eine Art Zyklus haben. Aha. Allerdings bluten die da nicht aus der Nase oder so. Das ist aber unfair dann. Und auch nicht aus dem Schniedelwutz. Das ist eher noch unfairer. Ja, stell mal vor, du ziehst da gerade deine bessere Hälfte aus, aber so tropf. Oh nee. Oh nee. Bisschen doof, ne? Bisschen. Oh, ich höre Bossy. Yo, hey! Yo, hey! Hey, yo, Bro, alles klar? Can you clear out these deadheads so we can talk? Ja, klar kann ich das. Dafür bin ich hier, Kumpel. Oh, das sieht ja cool aus. Yep. Hast du es gerade gesehen? Yep. Moment, ich hab da kurz eine. Was macht mir denn hier permanent Schaden? Kannst du das mal verraten? Ich weiß es nicht. So. Nee, überhaupt hier hin? Ja. Okay. Jetzt versteckt er sich dahinter, dann verstecke ich mich hier hinter. So, was macht sie jetzt, doof Arsch, ey? Irgendwas macht mir gerade Aua. Ich glaube, wir stehen zu nah an diesen, Gedingsel. Aber spielen hier gerade Zweiten Weltkrieg nach? Ja. Oh. Fauliger Kotzbrocken. Nee, Freundchen, so haben wir nicht gewettet. Hell yeah, that's what I'm talking about. Hey, Hannah said to expect you up here. Ah, schön. Hat sie das? Was machst du denn hier? The FX controls are. Thing is, when I climbed up here, I didn't notice that I had half a starlet with her teeth sunk into my shin guard. She chewed through a bunch of wires trying to get at me before I finished her off. Better wire okay. than your leg. The obnoxion here is that I'm trying to reverse engineer the setup they have for these D-Day effects. But they're all tangled, and I've already set off one quiet onset alarm in a random blast. So now we have unwanted extras pouring in, including a big, gross postulate fucker. Mm-hmm. Time for some collateral damage. There are some mortar controls in the Sanger at the top of that hill, I think. Between those and the stuff up here, we can probably make the beach a dangerous place to be for the zombies. But maybe stay up there, because I don't want to trigger something by accident and, like, blow your legs off. Yeah, let's not do that. I think I hooked up a trigger for some mortars. Either that or smoke. Can you try one of those switches out and see if it worked? Klar, ich mach alles, Kumpel. Ich mach alles. Warte, ich komm zu dir. Ich drücke mal den Möser links, ne? Bitte, drücken Sie. Ja, ich bin doch schon hier, Kumpel. Komm zu mir. Jawoll. Läuft.
helicopter's coming. Stay up on that hill. Okay. Ich stehe hier oben, versprochen. Ja, sag mal. Oh, au! Ja, Leute. Sehr schön. Na, mein Freund? Na, bist du Feuer und Flamme? Hä? Na, bist du Feuer und Flamme? Ja? Tschüssi. Hey, Jungs! Ich wollte hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend treten. Ach. Ach, du noch? Ja, was ist denn, mein Freund? Hier, guck mal. Wunderbar. Gib das hier gleich einmal direkt das Schwert ins Gesicht. Wir sollen uns doch hier vergnügen, ne? Ah, okay. Sie sind ready. Aber hier sind keine Zombies, also. The ones along the barbed wire are good to go. Ja. Set off the right side mortars at will, Sarge. Also ich würde mich ja gerne noch mit Zombies vergnügen, aber Kumpel, hier ist niemand. Ja, mach einfach an. Ist doch egal. Hübsch. Explosion! Ach du heilige Kackwurst. Ich nehme den Link. Okay. Okay. Gerade war hier noch keiner. Das ist unfair. Mal gucken. Regeneriert sich das irgendwie? Weiß man nicht, ne? So, verpieselt euch. Der geht nicht. Der geht auch nicht. Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, oh, fuck. Medikit, Medik, Medik. Versucht sie von dir wegzutreten. Aber jetzt geht hier wieder nichts. Okay, the left mortar's reloaded. Left. Left, right, left. Gar nicht. Oh, Achtung. Jawohl. Haben wir es dann jetzt? Danger, close mortars. Ready when you are. Ja, ich bin ready. I've hooked the mortars on your right. Back up for you. Ja. Ich will diese scheiß Energy Drink trinken, Jungs. Mädels. Oh, hi. Hey, da kam doch mal Fuß entgegen. So, der geht. Ha, schön. Weg mit deinem Helm. Schön sah das aus. Ja, oder? Ja, doch, das konnte was. So, jetzt könnten wir den hier wieder gebrauchen. Aber er funktioniert noch nicht. Ein großer Schraubenschlüssel. Hallo, mein Freund. Schade, schade, schade. Nein, 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 nein. Kumpel. Zack, 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 zack. So, wie viele Komparsen haben die denn hier, ne? So, einer weniger. Hui. Klappum. Sag mal. Deine Waffe ist kaputt. Ja, natürlich ist meine Waffe kaputt. Ja, so sieht das doch nicht. Ja, ist richtig. Hey. Juhu. Klatsch. The danger clothesline of mortars is hooked up. Cool. Finde ich schön. Aber es sind keine Zombies da, Schätzchen. Ah, da kommen sie. Da kommen sie aus dem Boden gekrochen. Komm mal hier zu mir. Ich guck bei dich. Let's have some fun. So. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Er hängt wieder fest hier, oder was? Nee. Komm, schön. Einer nach dem anderen. Hier wird jeder bedient. Hallo, bleiben Sie ruhig. Dankeschön. Guten Tag. Sie hatten einmal das Spezialprogramm auf die Fresse bestellt. Ja. Alles ist reloaded? Oder hast du den schon benutzt? Ach du Scheiße. Oh! Oh, ja. Ist ja gut. Du bist ein Malmer. Ich habe das verstanden. Du bist ein ganz toller Typ, bist du. Hier sind übrigens zwei Malmer. Schön. So, komm, Freunde. Das heißt, jetzt direkt hier erstmal auf die Mütze. Danger, close mortars. Ready when you are. So, Schnauze voll jetzt hier. Wow. Ja, genau. Rage Mode. Ich bin Rage Mode. Set off the right side mortars at will, Sarge. Sag mal, was ist denn mit dir? Hallo. Kannst du mich bitte erstmal looten lassen? Aua! Der beißt mir ins Bein! Du Sackgesicht! Na, Schwester? Du solltest mal zum Zahnarzt gehen. Aber
The mortars on my right. On your left, they're ready. Schwupp! Ching, da, da, bum, 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 bing, puff, puff. Wie lange müssen wir das jetzt hier machen? Puff, puff, piff, piff, puff, puff. Ich habe keine Ahnung. Oh. Siehst du, was ich sehe? Ja. Gut. Tue ich. Kann der hier vorne bitte mal respawnen hier? Also aufladen. Das wäre echt schick. Mal den hinten habe ich schon benutzt. Ja, macht euch mal selber damit kaputt. Schön macht ihr das. Mag ich. The danger clothesline of mortars is hooked up. Boom! Schön. Und das hat ihn jetzt nicht so doll interessiert. Ich bin. Ja, da ist aber kein Zombie. Wo ist denn meine Wumse? Da. Da ist meine Knarre. So, jetzt ist aber mal langsam gut hier, oder? Ich finde, wir haben das ganz toll gemacht mit dem Vergnügen hier. Left motors are locked and loaded. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Oh, hi. Said you were the business and she was right. Stellar fucking work there. Oh, another medal of honor for Private Ryan. And you bought me enough time to make sense out of this spaghetti wires up here. Cool. And what have you untangled? New ideas and new know-how. Some of which might apply to you, in fact. I've got an idea for something to gussy up your weapons. Abi, I was hoping you'd say that. You okay getting back alone? Oh, yeah. And the Venice canals are gonna get a lot more dangerous to deadheads as soon as I'm back there. Schön. Cool. Ich habe jetzt mal aktiviert, dass wir die gute Laura suchen gehen. Jetzt ist es in Venice Beach. Wie kommen wir denn hier raus? Hier, ne? Ja. Können wir jetzt bitte unseren Vergangenheits-Egos mal sagen, dass wir es geschafft haben? Ja, ich schicke die Nachricht gleich rüber. Ja, das ist okay. Aber jetzt gehen wir Laura suchen. Ja. Ist das Laura vom anderen Stern? Nein. Was willst du denn? Zack. So. Hier geht's lang und dann haben wir hier Loot. Where are you? Where are you now? Ich bin auf dem Weg zur Karte wieder. You'll be my fantasy. Boah, hier ist Action. Was ist denn los mit euch? Schön. Aber ich konnte doch in die irgendwie auch reinrutschen hier. Ja. Oh, wow. Was denn? Also die Helpmies nicht anspringen. Ich dachte, ich könnte den so wegkicken und dann erwischt er mich nicht, aber Pustekuchen. Der macht gleich Kabums? Der macht gleich Kabums und hat mir ziemlich wehgetan. Das war frech. Es war mir wieder eine Ehre, dir zu helfen hier. Jawohl. Danke. Aber mir macht das Wegkicken auch noch am meisten Spaß. Ja, ich liebe das. Geh weg. Hier werde ich vielleicht auch meine ganzen Sachen da mal austauschen bei Gelegenheit. Und dieses Rutschding, das brauche ich nicht. Das nutze ich nicht. Huhuhu. Geh weg. Spaß und Action im Quadrat. Tschüss. Du, geh auch weg. Ach, er ist wieder Feuerwehrmann. Er ist wieder immun gegen alles. Geil. Schwert. Level 20. Nein, was ist denn jetzt hier explodiert? Oh, der scheiß LKW schon wieder. Nein! Guck dir das an! Guck mal, was wir jetzt hier angelockt haben. Ja, ich glaube, Schusswaffe ist eine ganz fantastische Idee. Ja, hä, was ist denn jetzt passiert? Nee, aber nicht, wenn der Elektro drauf ist und der scheiß Feuerwehrmann einfach immun ist. Ja, bin ich bei dir. Und hi. Hüpf. Hi. Ich hab dir mal... Aua. Übrigens. Ja? Ich bin da ein bisschen Feuer und Flamme für dich und ein bisschen tot. Oh, nee.
Doch, so. Ich renne, ich eile und renne und eile und brenne. Ich renne und brenne. You're okay. Genau, du bist okay. Stell dich nicht so an. Hoch mit dir. Ja, danke. Wieder mal Zeit, aber. Hör mal. Muss mich doch hier einfach mal ganz dezent durchmetzeln. Ja, ist in Ordnung. Ja, du bist immun, hab ich verstanden. Ich wollte trotzdem mal auf dich schießen. So, der müsste gleich Kaboom machen. Jopp. Maxi, in dem Moment, als ich da zu ihm hinrannte? Das wusste ich nicht. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Es ist okay. So. Guck mal, war doch gar nicht so schwierig. Bin nur einmal gestorben. Alles okay. Ja, aber ich habe dich ja wieder aufgehoben. Ja, das wolltest du doch einfach nur mal tun. Du wolltest doch nur einfach einmal in deinem Leben bei mir Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Janni, verrat das doch jetzt nicht so vor allen Leuten. Ach, die wissen das doch eh alles schon. Ach so. Ja. Zuschauer wissen alles. Ja, stimmt. Ja, es wird nur in den Kommentaren so, wann heiratet ihr endlich? Ja, sucht euch endlich ein Zimmer! Nehmt die Kommentare, nehmt euch endlich ein Zimmer! So die drei Menschen, die uns zuschauen. Ja, genau. So, wo ist denn die Laura? Die war in Venice Beach, genau. Da wollen wir jetzt hin. Wo steckt Laura nur? Fragt er mich hier. Ja, wo ist sie denn? Die Laura. Laura, komm zu uns. Ich weiß überhaupt nicht, wo Laura sein soll, ne? Überhaupt nicht. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, so 200 Meter in diese Richtung. Guck mal oben auf dem Kompass. Was ist dieser rote Punkt, ne? Der rote Böppel. Ja, genau. Alles klar. So, was ist hier? Was ist hier? Nein! Bumm! Spaß und Action im Quadrat. Guck mal, ha, ich setz die jetzt in Flammen mit meinem Bumm! Mit meinem Tritt. Ach so. Hast du auch diesen Tritt genommen, der die in Flammen setzt und dann ein bisschen Leben abzieht? Ja! Ja! Und dann habe ich zusätzlich noch, dass Zombies, die unter einem schädlichen Statuseffekt leiden, mehr Schaden kriegen von mir. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Kombi. Das habe ich tatsächlich gar nicht. Oh. Schutzanzug hier. Schauen wir mal. Okay, also der Lebensentzug ist moderat. Ja, gut, dafür, dass ich das aber sowieso immer benutze, ist das okay. Bumm! Batz! Und kabumm! Und bam! Kratsch, bums, klatsch. Ey, seid ihr mal nicht so frech hier? Okay, also ich kriege auch definitiv mehr auf die Fresse jetzt. Ja, ich auch. Help me! Aua! Geh weg! Achtung! Happy macht gleich Bumm. Oh, ja. Ich renne mal hier so ein bisschen im Kreis. Das kann ich ganz besonders gut. Das ist meine Spezialität. Einmal im Kreis rennen. Ey. Ja? So, jetzt aber. Ich hab doch gerade noch einen gehört. Brauchst du ein Bein? Nee, ich hab zwei, danke. Nee. Ach, der ist da. Nein. Nee, ich muss dir das widersprechen. Oh, okay. Eins fehlt dir. Nee, zwei reicht mir. Das ist echt lieb von dir, aber ich schwöre dir, zwei Beine reichen mir. Aber eins ist ein Blechbein. Ich hätte ein echtes Bein wiedergeben können. Ein echtes Bein, boah. Ein echtes Echtbein, ja, da bin ich aber froh. Bumm! Bumm. Oh, der war gut. Sicher, dass wir hier hin müssen? Ich dachte, wir müssen hier... Nee, ich glaube, wir müssen eins weiter. Ich wollte mal der Emma unter den Rock gucken. Und, war schön? Oh, nee, du, lass mal. Hast du mal einen Heilschrei für mich oder hast du das nicht mehr? Dankeschön. Hier waren wir doch erst. Nee, ich hab gesagt, nicht reinspringen. Oh. Aber hier darf ich wieder. Bumm! Das macht voll viel Schaden, Jan. Bei mir ist gerade ein Zombie davon gestorben einfach. Von was? Von meinem Sprungtritt. Oh no! Nein! Mach das doch nicht! Ist aus. Ja. Aua. Suche in der Polizeiwache nach Laura. Na, ganz ja, toll. Mach ich dann. Hör auf. Ich sollte mal gehen. Tschüss. Zack. Wieso gehen? Du musst dir die Zombies jetzt erstmal
Ja, aber ich war kurz vor tot. Ach so, nee, das ist nicht gut. So, Herr Malmer. Darf ich Ihnen mal kurz auf die Fresse hauen? Aua, geh weg. Lass mich. Oh, ist da noch eine Schreierin? Ich bin mir sicher, dass da noch eine Schreierin rumschreit. Oh, der ist immun. Moon. Oh, hier ist richtig was los. Hier sind drei Malmer oder so. Drei. Bums. Oh, daneben. Warte, ich komme mal ein bisschen bei dich bei. Ich glaube, hier, Strength in Numbers ist gerade unser Ding. Also es wäre unser Ding, wenn ich nicht umgekippt wäre. Ich muss weg. Oh, bleib mich da. Bums los. Nein. Oh, die Streamerin, die muss das erst. Nein. Gib mich auf. Ja, ne? So. Ach so, du machst mit der Knarre. Sehr gut, okay. Aus Creamerin ist down. So, und jetzt, Jungs, komm her hier. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll gut. Ja, oder? Oh, er auch. Er hat auch die Schnauze voll. Hau mir nicht. Obwohl, doch, mach mal. Springer. Ja. Oh. Sehr gut. So, einmal ein bisschen treten. Oh, einmal ein bisschen daneben springen. Oh, cool. Oh. So, ich geh mal Ruhe. Oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz das Looten hier. Na, Jungs. Oh, hoffentlich haben wir noch Health Kits in der Polizeistation. Schlechte Idee. Oh. Ja, geh mal daneben, ist dein Ding. So. Hä, wie? Oh, der sieht ja cool aus. Entschuldigung, das mit dem Kiefer wollte ich nicht. Also. Doch, wolltest du. Also, naja. Ja, schon. Hey, was willst du? Hör auf. Hör auf. Das. So. Okay, let's go. Auf in die Polizeistation. Na dann, let's go. Laura! Oh, Laura! Aber der Witz ist, wir waren schon hier. Und haben sie nicht gefunden. Ah, wir hatten den Schlüssel aber auch nicht. Das stimmt. Suche nach dem Schlüssel. Ach, guck mal. Warte, ich habe was zu lesen. Der Schlüsselmeister, das ist doch bestimmt wichtig. Leute, ich weiß, dass es da draußen heiß hergeht, aber wir müssen bei der Sache bleiben. Ich werde keine Namen nennen, aber ich habe ein... Aua, ich krieg gerade auf die Nase. Kannst du dich mal kurz drum kümmern? Schon dabei. Danke. Ich werde keine Namen nennen, aber ich habe einen von euch dabei erwischt, wie er diese Mädels gehen lassen wollte. Ich weiß, Halliwell ist immer schwierig, aber diese Mädels haben eine ernste Straftat begangen. Diesmal kommen sie nicht mit einem Klaps davon und ganz sicher können wir sie nicht mitten in die Straßenschlacht schicken, die gerade draußen tobt, oder? Deshalb behalte ich ihre Zellenschlüssel bei mir, zumindest vorerst. Niemand betritt oder verlässt diese Zelle ohne meinen Befehl. Uns steht eine anstrengende Nacht bevor. Alien und ich müssen wegen eines Notrufs zu Venice Hot Dogs und wie sich das anhört, könnte das eine Weile dauern. Aber ich habe Verstärkung aus Downtown angefordert, also falls die eintrifft, während ich weg bin, funkt mich as soon as possible an. Mackenzie, mach ein Päuschen, um deine Nerven in den Griff zu kriegen. Trink einen Kaffee und da will ich nichts mehr davon hören, wie sehr dich diese Mädels an deine Schwester oder deine Ex erinnern. Blake, du behältst die Gefangenen im Auge. Chief Malloy. Also Hot Dogs, it is. Und da finden wir den Schlüssel. Hier war da was ganz Böses, glaube ich doch, oder? Oh, Inferno, Malma, ja sicher. Komm her, Junge. Na, Junge? Oh, Upsi! Du Arsch. Upsi. Ja, ich hab auch, schlau wie ich bin, hab ich nur... Wer bist du denn? Feuerwaffen. Okay, warte, ich brauch was mit Säure. Säure. Ja. Hier, Kollege, das du hier. Du hast nämlich einfach Blutungsschaden drauf, dann bin ich ein bisschen immun. So. Nee. Kumpel. So, haben wir aber nicht gewettet. Kannst du nicht einmal springen oder so, dass ich immer so ein bisschen... Ja, danke. Hopp. Und dann mache ich nämlich den hier. Nein. So, nix Feuerarme hier. Ist okay.
okay, ich bin da. Ja? Aber Feuer macht halt am meisten Spaß, weißt du? Ich weiß, ich habe ja auch so viele Feuerwaffen. So, hier irgendwo ist der Hotdog-Stand. Da hinten irgendwo. Ah, Streetfood, ich sag's dir. Oh, guck mal, hier ist auch einer. Stachelläufer. Okay. Kommst du klar? Das war er schon mal nicht. Ja, ja, alles easy. Hier ist Hotdog-Stand. Hier. Ne? Moin, was wünschen Sie? Hallo? Also, ich hätte gern einen veganen, glutenfreien Hotdog ohne alles. Alles klar, schnell, Kunde. Herbert! Einmal ein Kotze mit Scheiße, bitte, danke. ich dachte, hier wären wir... Ach so. So einfach war das. Ich musste mal kurz den Koch, der hat, der wollte vegan kochen. Das, also, es hat, also meine Toleranz hat Grenzen beim Kochen. Ja, ja, oh, Spooky! Achtung, Spooky! Spooky! Oh, du bist auch noch Feuer, Spooky. Ja, oh, wow! Das ist neu. Dann muss ich ja doch wieder auf eine andere Waffe wechseln. Kabum! Kann er nicht mal woanders? Granate! Hat ihn gar nicht interessiert, nicht? Oh, was ist denn mit dir kaputt? Du hängst an der Bank fest, ne? So, aber dann mag der keinen Strom, ne? Möglich. Strom mag er nämlich nicht. So, ich brauche irgendwas hier mit... Habe ich nur Feuer, sag mal? Na gut, Feuer und, Gedärmeschaden hier. Ach so, ja, das war jetzt auch schlau, den Molotow zu werfen, wo den das einfach gar nicht interessiert. Ist okay. Ich habe verstanden, ich bin dumm. Heilung? Oh fuck, ich habe kein Health-Kit mehr. Oh no! Oh yes! Also, aber Dicky ist tot, ne? Schön. Auf jeden Fall, da ist er so. Ah! Überlege ich mir, ob ich jetzt sterbe oder nicht? Ach ja, okay. Oh! Ja, schön. Was ist denn hier mit dir, Schwester? Hier, tschüss. Steht der nochmal auf? Nee. Oh, aua, Stromi. Ja, 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 ich und Strom, ne, wir sind keine Freunde. So, ich mach mal die Zellentür auf. Warte mal, bist du da? Ja, mach auf. Oh, nee, Laura. Hi, Laura. Und Emily, es tut mir leid. Töte Laura und Emily auch, okay. Okay, Laura ist down. No thanks. Tut mir leid. Okay, Emily auch. Okay, peeps, check out how, like, inhumane it is in here. Hold it steady, Em. I don't feel good. Hey! You didn't pat us down. She's got a knife! Ah! Seriously? Nothing? Hey, fuckers! Don't you dare ignore me now! Oh! Klingt lecker. Gross. But great idea. War aber nicht nur kleiner Husten? She's throwing up everywhere. Oh no. There's blood. For the last time, Hollowell! Shut your pie hole! This is serious! What? It's been hours of this! She's gonna get us all killed! Fucking pigs! You catch that? He didn't even look inside to see if she's... Oh, shit. It's my mom. If she hears I've been arrested again, I am so... What the fuck, bitch? Hey! You bit me. Why did you... Okay! Whoops! Ah! God, Craig! Get off me! Holy shit! Please! Klingt jetzt irgendwie nicht so gesund. Nein! Unangenehmes Knacken. Autsch. Sehr unangenehmes Knacken. Gut, jetzt wissen wir zumindest schon mal, wie der Virus in die Polizeistation gekommen ist.
Mhm. Aber weißt du was? Nee, was denn? Hast du noch mal mit unseren Vergangenheitskollegen geredet? Ja, habe ich. So, und ich würde jetzt auch sagen, die Zukunfts-Ichs dürfen jetzt den Rest einfach erledigen, oder? Machen wir das mal genauso wie die Vergangenheitsarschlöcher und sind jetzt auch so drauf. Genau, weil hat mir mein Vergangenheits-Yogi nämlich auch gerade gesagt. Boah, cool. Dann bedanke ich mich bei euch allen fürs dabei sein und würde sagen, bis zur Zukunft oder so. Ciao. Bis zu unseren Zukunfts-Ichs. Ne? Tschüss. Tschüss.